Also, wir fangen mal an. Und zwar, die erste Frage kommt von Bernd. Wenn ich Aktien leer verkaufe, Schorte, hat der Verleiher oder Eigentümer der Aktien das Recht, von mir die Aktien zurückzuverlangen gegen meinen Willen, wenn zum Beispiel der Kurs stark fällt? Wenn es also für ihn immer schlechter wird und für mich immer besser? Und das ist die Frage. Und ja, Bernd, das ist tatsächlich so. Und ich zeige euch das vielleicht mal, damit es jeder versteht, an einem Chart. Und zwar, wenn ihr also, wir nehmen mal hier, das ist jetzt der S&P, aber wo es relativ relevant ist für die ganze Geschichte, ist ja hier beim, VXX. Ne? Ihr wisst, dass wir den VXX in Anstiegen hinein leer verkaufen. Zumindest war es so, bis letztes Jahr, da haben wir den VXX selbst gehandelt. Mittlerweile handeln wir den CFD. Das bedeutet also, für euch, ihr müsst euch eigentlich gar keine Sorgen mehr machen. Bloß damit ihr mal den technischen Ablauf versteht. Wenn also jetzt, wie beispielsweise jetzt geschehen letztes Jahr, der VXX hier ansteigt und ihr geht den irgendwo hier short. Ne? Also das heißt short gehen, was bedeutet das in der Realität? In der Realität heißt das, ihr habt ja den VXX selber nicht. Das könnte jetzt auch irgendeine Aktie sein. Deswegen, bevor ihr etwas leer verkaufen könnt, müsst ihr es euch leihen. Ihr selber merkt das gar nicht. Ihr geht also einfach hier in die, ihr geht jetzt einfach hier in eure TWS beispielsweise und sagt, okay, mal angenommen hier eine Aktie und jetzt nehmen wir mal hier Apple, ne, weil die schön liquide ist, haben wir selbst auch hier oben. Und oder wir müssen wir einmal nehmen, die wir nicht selber haben, damit ich euch das zeigen kann. Mal angenommen, komm, wir nehmen mal hier McDonald's. So, und mal angenommen, ihr würdet jetzt sagen, und wie gesagt, das geht auch beim VXX und bei allen anderen auch, ihr würdet die jetzt hier leer verkaufen. Dann könnt ihr ja einfach hier sagen, Verkauf. Und jetzt zum Beispiel, was weiß ich, 10 Stück. Und wenn ihr die jetzt hier verkauft, dann seht ihr, verkaufe 10 Stück. Ihr habt hier eure Gebühren. Habt eine Margin dafür und ihr habt ja jetzt diese Aktien gar nicht. Ne? Ihr besitzt ja gar nicht. Und im Hintergrund passiert jetzt Folgendes, dass euer Broker, also Interactive Brokers in dem Fall oder CapTrader, leiht sich jetzt die Aktien von jemandem, der bereit ist, die Aktien zu verleihen. Warum macht er das? Weil er Geld dafür bekommt. Und jetzt leiht er euch quasi die und ihr verkauft sie jetzt sofort. So, jetzt kann es natürlich irgendwann mal sein, dass derjenige sagt, ich möchte meine Aktien verkaufen. Er kann sie aber nur verkaufen, wenn sie wieder in seinem Depot sind. Und deswegen kann er sagen, okay, ich möchte meine Leihe wieder wieder zurücknehmen. Und dann kann es passieren, ihr müsst die Aktien wieder zurückgeben. Ne? Also das kann passieren. Und das ist auch immer so das kleine Handicap. Kleine Story von mir. Was ist mir mal passiert? Ich war short im VXX und der VXX ist gefallen. Und eines Tages schaue ich nach und denke, wo ist denn meine Position? Ne? Die war weg. Und dann nachgeschaut, aha, da war diese Shorts wurden zurückgefordert. Also das heißt, derjenige, der long den VXX war, hat den zurückgefordert und ich war die Position los. Aber, und das ist jetzt das große Aber, wenn euch mal sowas passiert, überhaupt kein Problem. Wenn ihr liquide Aktien handelt, wenn ihr liquide ETFs handelt, dann könnt ihr jederzeit immer wieder neu Leerverkäufe machen. Ne? Also dann könnt ihr das immer wieder neu machen. Übrigens, es ist auch nicht immer so, dass wenn ihr euch jetzt von Person A die Aktien leiht, dass ihr dann zwingend die Aktien an Person A zurückgeben müsst. Es kann durchaus auch sein, dass ihr beispielsweise jemand anderes will die Aktien zurückhaben und es wird jeweils ausgelost. Ne? Und dann kann es passieren, okay, irgendjemand will seine Aktien zurückhaben und ihr werdet dann ausgelost. Ne? Selber als Geschäftsmodell Aktien zu verleihen, lohnt sich in der Regel nicht. Also die Prämien, die man da einnimmt, sind wirklich so gering, selbst bei unseren Konten, die im 6-7-stelligen Bereich liegen, summieren sich die Leihgebühren, die wir quasi einnehmen, im Jahr auf nicht einmal $100. Also es ist wirklich, es lohnt sich nicht. Ne? Für Fondsgesellschaften und so weiter lohnt sich natürlich das schon, weil alles, jedes Geld, was man kriegt, lohnt sich ja. Ne? Okay, das war also die erste Frage. Ich hoffe, die ist damit beantwortet. Die nächste Frage kommt von Jörg. Und zwar, er fragt, ich würde mich sehr freuen, auch wenn es nicht zum Starter passt, dass einmal an der TWS die Einstellung eines Future-Contractes live gezeigt wird. Habe es wieder mit dem Gold nicht hinbekommen, merke es schon immer, wenn ich am falschen Börsenplatz lande, so sind mir schon viele gute Trades entgangen. Also im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer. Ihr müsst nur eins machen. Ihr braucht, und das ist das Essentielle,
Ihr braucht einfach das richtige Symbol. Ihr müsst einfach nur das richtige Symbol haben. Eine Möglichkeit, um das richtige Symbol zu finden, ist beispielsweise, dass ihr, was ich ohnehin jedem empfehlen würde, wenn er am Anfang loslegt, vielleicht unseren Börsendienst Optionsstrategien nutzt, weil da sind die Symbole immer mit drin für jeden einzelnen Future, den wir auch handeln. Und dann ist es im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Also, wir gehen mal hier in die TWS. So, die McDonald's, die Order hier, die löschen wir wieder raus. Und jetzt gehen wir mal hier hin, irgendwo, und sagen Future, beispielsweise jetzt hier Gold. So, das Symbol für Gold, für den Gold-Future ist GC. Gibt also ein GC. Jetzt könnt ihr hier klicken. Und jetzt seht ihr hier, und jetzt müsst ihr hier genau lesen, was hier steht. Jetzt steht hier Aktie, oben Great Canadian Gaming Corporation, TSE, Toronto Stock Exchange. Nein, die wollt ihr nicht, ihr wollt den Future handeln. Und das ist der hier, Gold an der NYMEX. Jetzt habt ihr hier den Future. Jetzt klickt ihr das hier an. Und jetzt könnt ihr euch raussuchen, welchen Future wollt ihr handeln. Sagen wir mal, wir machen hier mal mehrere. Und jetzt sagt ihr wollt den Dezember Future handeln. Okay? Und da ist euch die Börse, die Währung, der Multiplikator, alles schon vorgegeben. Also ihr könnt jetzt gar nichts anderes mehr machen. Macht einfach hinzufügen. Jetzt habt ihr den drin. So. Und jetzt könnt ihr eben zum Beispiel sagen, okay, ich will heute, was weiß ich, jetzt hier kaufen. Und dann habt ihr eine Order drin. Kauf. Ja, seht ihr hier. Kauf. Und bei einem Future selbst müsst ihr keinerlei Handelsklassen einstellen oder sonst irgendetwas. Dann geht ihr einfach hier auf Übermitteln, würdet jetzt sehen, aha, ihr kauft also jetzt hier, kaufe mit Limit einmal Gold, einen Gold-Future, kostet euch hier 3000 Dollar Margin und dann könntet ihr dieses Geschäft machen. Wenn ihr jetzt sagt, ich will irgendetwas handeln und ich weiß das Symbol nicht, ne? Gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ihr schaut an die Börse, also ihr geht zum Beispiel, ihr sucht einfach, oder passt auf, ich zeige euch jetzt mal einen Trick, das habe ich glaube ich noch nie gezeigt oder lange nicht, eine ganz simple Seite, wo ihr es immer machen könnt, die ist daifin.de, daifin.de und da gibt es hier diesen Punkt Futures, das ist eine schöne uralte Seite, ne? so ein vor 10 Jahren Webseiten aus, aber sie ist immer noch okay. Und wenn ihr jetzt hier ein bisschen nach unten fahrt, dann findet ihr hier Future-Kontrakte. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, wo es ist, dann geht ihr hier auf Kontraktspezifikationen im Überblick oder ihr wisst vielleicht wenigstens die Börse. Ich sage mal, okay, ihr wollt hier Getreide handeln, Getreide wird an der CME gehandelt. Und dann müsst ihr einfach suchen, müsst ihr nach unten scrollen und jetzt kommt ihr beispielsweise jetzt hier irgendwann, wird natürlich nicht an der CME gehandelt, sondern an der CBOT. Seht ihr mal, was ich hier erzähle, an der CBOT und jetzt habt ihr hier zum Beispiel Mais und jetzt seht ihr hier das Ticker-Symbol. So, und da ihr immer elektronisch handelt, ne, müsst ihr auch immer das elektronische Symbol nehmen. Ihr handelt nicht im PIT. Erstens gibt es den so gut wie nicht mehr und zweitens habt ihr da auch keinen Zugang. Deswegen hier ZC und das heißt, wir gehen hier wieder einfach rein, geben ein ZC. So, und jetzt dasselbe wieder. Wir haben jetzt hier oben eine Aktie, wir haben noch eine Aktie und hier haben wir jetzt den Future. Jetzt geht einfach her, Future, was weiß ich, Dezember und schon steht der drin. Und wenn ihr jetzt, und das ist glaube ich manchmal so ein bisschen das Problem, wenn ihr jetzt sagt, okay, wie finde ich jetzt die entsprechenden Optionen dazu, dann klickt ihr euch einfach diesen Future hier an, klickt auf den Option Trader hier oben und dann macht er euch sofort die Spalte auf, wenn er sie schon habt oder aber er macht euch eine neue Spalte auf. Und hier könnt ihr die Trading-Klassen dann einstellen. Ne? Und gerade wer jetzt den Börsendienst nutzt, da geben wir die Trading-Klassen immer vor. Ne? Da geben wir die immer vor. Es gibt auch ein paar Videos auf dem Optionsstrategien-Kanal, da könnt ihr nachschauen. Und da findet ihr dann genau das, was ihr sucht. Ne? Oder aber, wer es noch nicht gemacht hat, kommt zu uns ins Future-Seminar, wo wir sowohl den Handel der Futures als auch der Future-Optionen erklären. Okay, das war die Frage von Jörg. Nächste Frage, die kommt von Bernd. Und Bernd fragt, was ist eine Standardabweichung? So, wie erklärt sich der Begriff, wo kommt er her? Also, ich habe das ja schon mal im Seminar, im Starter-Seminar erklärt, deswegen vielleicht nur eins, wenn wir das mal hier ein bisschen einzeichnen, wir nehmen mal jetzt den S&P als Beispiel und eine Standardabweichung ist also etwas, was sich berechnet aus den
was ist berechnet aus den Volatilitäten, die gerade vorherrschen. Und eine Standardabweichung gibt dir eigentlich nur einen Rahmen an, wie wahrscheinlich es ist, dass ich eine Aktie, ein Index, ein Rohstoff, eine Währung, was auch immer, innerhalb einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Rahmen bewegt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, erste Standardabweichung und die gibt euch einen bestimmten Rahmen vor. Die erste Standardabweichung, halt, machen wir so, erste Standardabweichung, Standard Deviation wird das auch geschrieben, ne? Ich mache jetzt einfach mehr SA als erste Standardabweichung, so und ganz grob 68%. Das bedeutet, dass in einer bestimmten Zeit der S&P zum Beispiel jetzt hier innerhalb dieser ersten Standardabweichung sich bewegen wird, und zwar in 68% der Fälle. In 68% der Fälle wird der S&P jetzt hier innerhalb dieser Bandbreite sich bewegen. Je länger sie natürlich ist, umso größer ist die. Dann gibt es beispielsweise hier die zweite Standardabweichung. So, die umfasst dann schon, die Zahlen sind jetzt ein bisschen gerundet, aber das spielt auch keine Rolle, die umfasst jetzt beispielsweise hier schon 95%. Und das heißt, dann wissen wir halt schon, okay, der bewegt sich mindestens hier oder der sollte sich in 95% der Fälle in dieser Spanne bewegen. Und jetzt nehmen wir noch, ihr könnt euch vorstellen, die dritte Standardabweichung, das sind dann schon 99%. So. Und das ist eben dann von mir aus jetzt hier. So, ne? Und dann wisst ihr eben, okay, wenn ihr jetzt Optionen, was ist die Idee dahinter, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich verkaufe jetzt Optionen, beispielsweise eben hier an der ersten Standardabweichung. Also ich habe hier eine Laufzeit, was weiß ich, das war jetzt blöd. Wir machen es nochmal ganz schnell. Wir haben jetzt hier eine Laufzeit. So, und das ist hier unsere, Laufzeit und das ist hier unsere erste Standardabweichung. Und jetzt willst du halt einen Put verkaufen, ne? Dann macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, ich verkaufe den Put jetzt hier. Warum? Die Wahrscheinlichkeit ist eben da, dass er sich hier bewegt, sondern du solltest eben dann hier verkaufen, unterhalb dieser ersten Standardabweichung. Das ist die Idee dahinter, wie man mit Standardabweichungen umgehen kann. Das ist ein Begriff aus der Statistik, ne, könnt ihr auch nochmal schauen. Könnt ihr zum Beispiel hier hervorragend, wer das will, nochmal nachlesen. Gebt einfach ein Standardabweichung Wiki. Und dann habt ihr hier bei Wikipedia, ist das nochmal sehr, sehr schön beschrieben. Und zwar könnt ihr euch das dann hier rausrufen, also Varianz und so weiter, das ist eine stochastische Gleichung im Grunde genommen. Müsst ihr euch jetzt nicht merken, spielt keine Rolle. Für die Praxis ist es viel wichtiger, Folgendes zu machen. Und zwar, wir gehen mal hier auf den S&P und da könnt ihr innerhalb der TWS, könnt ihr die Standardabweichungen euch anzeigen lassen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, innerhalb der nächsten 65 Tage will ich hier Optionen auf den S&P verkaufen, an der ersten Standardabweichung, und ihr seid bullish und sagt, ich verkaufe Puts, dann, wenn ihr hier mit eurer Maus drauf seid, dann seht ihr hier, wie viel sind das jetzt. Ne? So, und da gibt es jetzt für jede einzelne eine Bezeichnung, und ihr seht hier, ich hoffe, ihr könnt das am Rechner erkennen, gibt es so einen kleinen Sprung bei 2855 auf 2850. Und da haben wir hier 1, und wenn wir eben jetzt hier hingehen würden, dann ist es ein bisschen weniger. Also hier ist genau die erste Standardabweichung und das ist ungefähr Delta 20, je nach Volatilität. Ne? Und wenn er eben jetzt hier noch weiter nach unten geht, dann seht ihr irgendwann, hier kommt wieder, das ist dann die zweite. Also das heißt, ihr könntet jetzt auch hier verkaufen, da haben wir dann ein Delta von 10 und so weiter und so fort. Ne? Also so findet ihr dann auch Preise, wo ihr sagt, okay, ich kann mit Hilfe der Standardabweichung verkaufen. Wir machen das ja beispielsweise im Short-Put-System. Also im Short-Put-System jetzt bei Aktien, ihr sagt, okay, ich bin bullish auf die Starbucks-Aktie, das ist jetzt fiktiv, okay, und deswegen möchte ich hier eine Option verkaufen mit, was weiß ich, hier 44 Tagen Restlaufzeit an der ersten Standardabweichung, dann könntet ihr sagen, okay, ich gehe mal ans Delta. Die erste Standardabweichung entspricht roundabout einem Delta von 16. Dann könnt ihr hier gucken, ne, so hier irgendwo, und ihr seht es auch hier, wird es dann angezeigt. Ja. Also das heißt, ihr müsstet jetzt hier einen 83,5er Put verkaufen. Die Aktie ist, ihr seht es hier, bei 89. Und dann wären wir eben entsprechend
an der ersten Standardabweichung. Okay? Super. So, die nächste Frage kommt von Petra. Hallo Petra. Wann steigt man dann aus, wenn die Aktie den Basiswert von Call und vom Put nicht erreicht? Ich gehe davon aus, dass man einfach auslaufen lässt. Ist das richtig und verliert man dann die Prämie? Also, ich gehe davon aus, so wie das jetzt hier steht, du hast einen Put verkauft. Machen wir ein Beispiel. Wir bleiben mal hier bei dieser Starbucks, okay? So, hier ist die Aktie und du hättest jetzt gesagt, okay, ich verkaufe jetzt hier bei 83 irgendwo, 83,50 irgendwo, hier verkaufe ich jetzt einen Put zu der Laufzeit. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Aktie macht beispielsweise das hier. So, das heißt, sie erreicht den Strike des Puts nicht. Was passiert dann? Naja, erstens, die Option wird am Verfallstag verfallen. Ja, das heißt, sie ist wertlos. Die Prämie bekommst du aber schon in dem Moment, wo du sie verkauft hast. Das heißt also, wo du sie verkauft hast, hast du die Prämie eingenommen und deswegen verlierst du sie natürlich auch nicht, sondern du behältst sie. Jetzt könntest du, und das machen wir beispielsweise bei Cash Secured Puts, die Aktie oder beziehungsweise die Option einfach wertlos verfallen lassen. Hat eben den Vorteil, du sparst dir eine Gebühr. Und gerade bei Cash Secured Puts spielst du ja auch immer mit der Idee, naja, wenn die mal kurzfristig runtergeht, lasse ich sie mir einbuchen. Beim Short-Put-System, wo es dir nur um die Prämie geht, ja, dann würdest du natürlich nicht warten, bis die wertlos verfällt, sondern da gibt es meist einen definierten Rückkaufspreis. 50%, 70%, 80%, das kannst du selber festlegen und dann kannst du das entsprechend eingeben. Bei Cash Secured Puts, also wo du sagst, okay, im Zweifelsfall nehme ich auch die Aktie, lasse ich sie natürlich oftmals auch bis zum Ende laufen. Und jetzt ist noch eins, und zwar für alle, die jetzt das Video sehen, hier steht Earnings. Ne? Natürlich würden wir jetzt aktuell keinen Put auf Starbucks im Short-Put-System verkaufen. Warum? Weil wir wollen ja nicht in die Earnings reinlaufen. Würden wir es machen im Cash Secured? Da würden wir es machen. Aber im Short-Put-System, da machen wir es nicht. Okay, prima.